herzlich willkommen von meiner Stelle. Herzlich willkommen zum Deutschen Computerspielpreis aus dem Münchner Kesselhaus. Ich freue mich, heute in meiner bayerischen Heimat zu sein. Servus! Ich dachte mir erst, ich ziehe ein Dirndl an. Jetzt sehe ich auf der Kabinettsklausur in Meseberg ohne Empfang und hänge mit Leuten rum, die nicht verstehen, dass mein Kleid einen eigenen Instagram-Feed hat, weil sie noch mit Polaroids aufgewachsen sind. Als ich zuletzt jugendlich war, war ja das auch gerade ein Riesenthema. Und ich habe mich an meinen allerersten Freund erinnert, der auch Gamer war. Und muss doch sagen, Gamer sind die idealen Liebhaber. Das muss man schon mal zusammenfassen. Reden nicht viel, sind sehr ausdauernd und haben immer die Rollläden schon unten. Also insofern eine super Sache. Die Förderung und Weiterentwicklung, ich möchte beider sagen Verbesserung dieses Preises, ist auch im Koalitionsvertrag. Das bedeutet für mich, ich bin im nächsten Jahr wahrscheinlich dann nicht mehr mit dabei. Deutsche Spieleentwickler bringen mit ihrer Kreativität unsere Kultur voran. Und mit ihrem technischen Know-how sorgen sie für eine bessere, spannendere Digitalisierung in Deutschland. Und was passiert am Ende? Alle anderen Branchen kopieren unsere Games-Industrie. Dann können wir anfangen. So, dann kann ich jetzt die wichtigen Leute begrüßen. Hallo. Hallo. Ja, danke. Das Nachwuchspreiskonzept geht mit 15.000 Preisgeld für den Zweitplatzierten dieser Kategorie gehen an ein Konzept, das schon im frühen Stadium den Eindruck eines außerordentlichen spaßigen Spieles vermittelt, welches die Spieler dank einer ausgewogenen Mischung aus Skill und Reflexen in seinen Bann ziehen wird. Mit einem Happy End in den Sonnenuntergang reiten darf Andreas Illenseer von der Karl-Hofer Schule in Karlsruhe für sein Konzept Sunset Devils. Herzlichen Glückwunsch. Und gerade super nervös. Und man sieht euch überall auf der ganzen Welt. Hier, die erste Dame zeigt schon auf sich. Sie sind nominiert? Nee, sie wollen nur die Kohle. Ja, so geht's auch. Ja, ich weiß. Ja, du hast schon was dabei. Was ist das, was du da in der Hand hast? Das ist Pi, ja? unser Hauptcharakter. Okay. Ja, und unser Glücksbringer für heute. Was kann, wie, Piet? Pi. Was kann Pi? Pi. Abenteurer ist ja eher gesagt. Natürlich, sieht man ja, wenn man genauer hinschaut. Blöde Frage von mir, gebe ich zu. Mit welchem Gefühl steht man hier auf der Bühne? Es ist grandios, ja. Es ist schon was Einzigartiges hier. Schon ganz gut, ne? Schon ganz gut. Okay. Heute ist der internationale Tag des Zimtcroissants. So, es ist mir leider nicht möglich gewesen, irgendeine Verbindung zu dem heutigen Abend herzustellen. Okay, aber, und dann passt auf, wenn wir lang genug feiern, feiern wir rein in den morgigen Tag, der nämlich der internationale Tag des Käsefondues ist. Und da wird ein Schuh draus, finde ich. Da wird ein Schuh draus. Also man kann einen Abend nicht besser gestalten als sozusagen zwischen Zimtcroissant und Käsefondue. Also ich fühle mich da zumindest sehr, sehr wohl. Ein VR-Spiel wird 3D. Man kann Waterboarding machen, das gefällt den Amerikanern recht gut. Mhm, das man klingt kann sehr eigentlich schön. Alles machen. Ja, das Spiel ist toll. Ausprobieren. Ja, das war ein gutes Beispiel, dass du das jetzt genannt hast. Ja, weil ich sage einfach, Amerikaner ich würde nie was spielen, wo man nicht waterboarden kann, ganz ehrlich. Also ist für mich kein Abend, wo ich nicht waterboarde. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder auch mal an einem Dienstagnachmittag. Schön. Ja. Ja, Mensch, Freunde. Dann, also hier heute kein Waterboarding, aber einfach trinken. Trinken, so wie sonst immer. Okay, also einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß und Glückwunsch. Gratulation. Grüße nach Franken. Wir haben Jubiläum heute, 10 Jahre. Ich habe mitgezählt, seit 10 Jahren gibt es diesen Preis. Und wer das auch anderen Leuten mitteilen möchte, der kann das gerne unter Hashtag der DCP twittern oder was auch immer. Wir werden übertragen. Es gibt ein Streaming weltweit, also Japan, Amerika, sogar das Saarland können zugucken. Das ist fantastisch. Im Team sehr besonders. Gut, also alles richtig gemacht. Hättest auch einen Schrebergarten kaufen können mit 40 und hast dich Gott sei Dank dafür entschieden. Ich glaube, die Midlife-Crisis mache ich dann irgendwie nächstes Jahr oder genau. So. Genau. Wie alt bist du jetzt? 42. Oh, dann ehrlich gesagt, bestes also Alter. Erfahrungsgemäß geht es genau mit 42 los. Oh mein Gott. Hast du schon eine lustige Jeans gekauft und warst beim Friseur und nee, so? Nee. Okay, nee. Gut. Na, vielleicht kommst du drüber weg. Also, er ist mittendrin. So. I keep believing my dreams will come to me. Julie Elven! Bekannt! Aber man sieht dich so selten. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
Ja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, denn wir hatten so ein kleines Missverständnis wohl in der Vorbereitung. Ich dachte, ich bin hier für das beste Killerspiel. Was habe ich denn gesagt? Du hast Kinderspiel gesagt. Killerspiel ist ja eigentlich so meine Expertise. Der Deutsche Computerspielpreis 2018 in der Kategorie Bestes Kinderspiel und damit ein Preisgeld in Höhe von 75.000 Euro und Medialeistungen im Wert von 40.000 Euro gehen an ein Spiel, welches, so die Jury, auf unterhaltsame Weise die Geometriekenntnisse für Kinder ab Ende der Grundschule motivierend verbessert. Es könnte jetzt auch Doom sein, aber nein. Der Deutsche Computerspielpreis 2018 in der Kategorie Bestes Kinderspiel geht an Monkey Swag. Ich freue mich überhaupt sehr, dass ich heute hier sein darf, um die nächste Kategorie anzukündigen. Denn auch ich habe als Kind schon viel Tetris gespielt. Ich wusste ja eigentlich schon vorher, dass es das wird, aber ich habe nichts verraten. Und hier weiß halt keiner, dass er gewinnt. Na, dafür sind wir doch da, dass sie wissen, wie ein Kreis aussieht. Ja, eben, also perfekt. Ja. Kann man ewig weiterspielen. Genau. Super. Was ist, würdest du sagen, was ist euch am allerbesten gelungen? Oh Gott, was ist uns am allerbesten? Das kann ich so nicht sagen. Das er weiß es sein. Level 87. Außerdem die Kategorie Bestes internationales Multiplayer-Spiel. Multiplayer-Spiele sind Spiele, wo mehrere Leute gleichzeitig spielen können. Tekken oder Mortal Kombat. Spiele, wo es richtig auf die Fresse gibt. Und wissen Sie was? Auch heute Abend gibt es auf die Fresse. Wenn ich das so locker lapidar hier sagen darf in München. Ich weiß, wir haben hohe Staatsvertreter heute Abend hier. Trotzdem, auch für die brennt eine Kerze in der Kathedrale meines Herzens. Weil heute sind wir alle eine, heute sind wir alle eine Familie. Also lassen wir uns alle einmal fröhlich am Joystick reiben. Und jetzt schauen wir uns den Vorfilm an. Ist es so konzipiert, dass sich eigentlich das Bild verändert und der Player an einem Punkt immer bleibt? Oder ist es so, dass der Player sich bewegt und das Bild nicht... Also es ist eine dumme Frage für euch hier alle, weil ihr alle seit 20 Jahren in so einer Kammer irgendwie programmiert. Aber ich habe noch ein Privatleben. Sorry, Leute, ey. So, jetzt gib mir mal das Mikro. Eine Antwort. Eine Antwort? Ich würde gerne eine Antwort haben. Er will eine Antwort geben. Ja. Fragen Sie den Tech-Artist. In unserem Fall bewegt sich der Charakter. Aber es geht auch andersrum. Ja. Der Charakter bewegt sich. Das hat nichts mit dir zu tun. So, also. Meine Freunde, Gratulation für Widget. Super gut. Viele tolle Frauengestalten, starke Frauengestalten wie Aloy und Lara Croft und Max aus Life is Stranger und Frauke Ludowig aus Exklusiv. Ja, herzlichen Dank, liebe Barbara Schöneberger, für diese inspirierende und schöne Einführung. Bei so einer Anmoderation hat man doch das Gefühl, für einen Augenblick auch selber Helden zu sein, oder? Für einen kurzen Augenblick auf jeden Fall, Tidem, da hast du recht. 1, 2, 3, 4, Eckstein. Und? Ja, richtig. Hey, super. Jetzt kannst du heulen. Also jetzt musst du ja noch steigern, so gerade eben. Wenn du gerade eben schon ergriffen warst. Hier, hast du mal gelesen, wie viel Geld? Ja, sag ich doch. Ich war, glaube ich, 7 oder 8 Jahre Mitglied der Jury, durfte nie hier vorne einen Preis überreichen. Jetzt bin ich seit ein paar Wochen Generalsekretär und auf einmal geht das. Vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse, mir nachzufolgen. In der SPD wechselt sowas ja häufiger mal. On behalf of the entire team of Assassin's Creed Origins all around the world, I'd really like to thank you for receiving this Best International Game Award. Und hier weiß halt keiner, dass er gewinnt. Was macht euch am meisten Spaß an eurem Spiel? Dass sich das immer noch sehr gut verkauft. Aber ja, wir haben wirklich im selben Jahr angefangen. Ja. Und ich glaube, es ist jetzt 22 oder 23 Jahre her. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dieser ganze Abend so latent. Die G40er sind entweder in einer Phase oder müssen sich finden oder man mittlerweile gleich ein ganzes Game danach. Mit Home. Du siehst unschwer an meinem Kleid. Ich habe mir vor 3 Wochen einen Schrebergarten gekauft, weißt du? Und ich bin echt verdammt nochmal stolz drauf. Ja, ich hasse alles richtig. Also ich weiß, du stehst nicht drauf. Aber ja, ich bin vor allem ganz happy, dass ich seit einigen Jahren jetzt hier schon in der Jury sein darf. Weil das ist immer eine richtig große Freude. Und ich mag vor allem, dass wir in der Hauptjury so wahnsinnig gemischt sind. Dass wir so aus allen möglichen Ecken kommen und jeder so seinen Bereich hat. Aus der Entwicklerszene, von den Universitäten, einfach von der Games-Seite. Und das führt immer zu sehr, sehr tollen Diskussionen. Unsere Jury-Meetings sind lang und das macht immer einen Heidenspaß, weil jeder irgendwie einen ganz anderen Blick auf die Sachen hat. Und ja, dieser Sonderpreis der Jury, den ich heute unter anderem vergeben darf, der wird ja eigentlich traditionsgemäß von Doro Bär vergeben, schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich muss da wirklich in schwere Fußstapfen treten. Und vor allem kleidungsmäßig
kann man da einfach gar nicht mithalten. Also auch da habe ich versucht, mich anzupassen. Die Glühwürmchen sind leider bei mir mit dem Illuminieren. Das hat nicht so ganz hingehauen, aber das macht Doro ja dann auch eh viel besser. Also von daher, ich habe es zumindest versucht. Sonderpreis der Jury ist eine sehr schöne Kategorie, wie ich finde, weil sie wird zum einen anders vergeben. Also sie wird jetzt nicht durch dieses zweistufige System vergeben, wo erst eine Fachjury entscheidet und dann die Hauptjury, sondern die Hauptjury da Vorschläge einbringen. Und das sind unfassbar viele Vorschläge, die jedes Jahr kommen, und zwar aus den unterschiedlichsten Bereichen. Grundsätzlich soll dieser Preis ja Personen oder Unternehmen oder Projekte oder Institutionen auszeichnen, die sich sehr verdient machen um die Videospiele und um die Gamesbranche und da was Besonderes auf die Beine stellen oder getan haben oder einen besonderen Blick drauf haben. Und die Vorschläge, die da kommen, die sind unfassbar differenziert und es fällt jedes Jahr sehr, sehr schwer, sich da auch zu einigen. Und auch dieses Jahr haben wir sehr, sehr lange darüber geredet. Was wollen wir eigentlich auszeichnen? Worum geht es? Was ist uns wichtig? Und dann waren sich aber doch alle relativ schnell einig. Denn es ist ein wahnsinnig erfolgreiches Projekt, für das sich die Jury in diesem Jahr entschieden hat. Kann man ja verraten, ja genau, so viel darf ich schon sagen. Es ist eine Sache, eine Idee, die bereits zum dritten Mal stattgefunden hat und die unfassbar viele Menschen in den Bann gezogen hat und mitgerissen hat und hat erneut vor allen Dingen einen Rekord für die gute Sache aufgestellt. Sage und schreibe, 640.000 Euro sind bei diesem dritten Mal zusammengekommen und all diese Gelder, diese Euros sind alle gemeinnützigen Organisationen zugeflossen. Also der eine oder andere Publikum weiß jetzt definitiv schon, wovon ich rede, aber ich finde, wir sollten uns das mal